Peace, Leute. Was geht ab? Hier ist wieder Adolf und... The Reno Waits Don't Talk. The Reno Waits Don't Talk. Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen, heute ein kleines Koch-Tutorial oder Kochvideo. Wir kochen mit John seinen neuen Ernährungsplan. Du bist schon voll drin, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie immer. Wie viel hast du schon abgenommen? Ja, ich habe schon 4 bis 5 Kilo. Ja. Ist runter? Ja. Ich habe 101 jetzt. Nice. In 2 Wochen jetzt, gell? Ja, ja, in 2 Wochen. 2 Wochen, 4 Kilo, ist eine gute Sache, gute Hausnummer. Aber ich muss trotzdem sagen, du bist trotzdem zu schwer für mich, für mein Bein. Er sitzt Alter, auf meinem Bein. Dein Bein macht Beinpresse 700, 800 Kilo, was laberst du für einen Scheiß? Also, let's go. Fangen wir an zu kochen. Viel Spaß beim Video, Leute. Hey, einer hat Kommentar gemacht in dem Video, das war so lustig für mich. Ah, das Wasser ist kein Banane. Das ist sehr wichtig in Deutschland. Was ist wichtig? Restmüll und Plastik und Karten. Ja, genau. Man alles darf nichts alles mixen. Vorbildlich sortiert. So muss sein. Also der John hat sich hier schon perfekt integriert in das System. Er kennt schon die Mülltrennung besser als ich. Das Hähnchenfluss. Okay. Vom Bauernhof. Oh ja? Super. Was haben wir heute vor? Also wir wollen einfach die Basics zeigen. Die Basics kochen, wie macht man Clean Essen oder Clean Food schmackhaft. Ich zeig dem John einfach, wie man ein bisschen mit ein bisschen Kreativität sein Essen auch lecker machen kann. Okay. Oder? Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Weil und ich sag mal, ich schäle Karotte, du machst die Zwiebel. Ja, okay. Okay? Okay, machen wir schon. Alright. Also so, wir haben hier eine kleine Auswahl und zwar, was wir heute kochen werden, ist so eine Kleinigkeit. Ich werde das meiste dazu einfach erklären, dass ihr euch dazu aber was vorstellen könnt, haben wir hier ein paar Produkte. Und zwar haben wir hier Hähnchenbrustfilet, sogar vorbildlich vom Bauer. Ne? Ja. Das ist sehr gut, ja. Hähnchenbrust, ein bisschen Lachsfilet haben wir. Magst du Lachs? Ja, ja, Lachs ist mir. Ist gut, gell? Super. Mir auch. Dann haben wir hier für abends vom Schlafen gehen Speisequark. Ne? Braten wir auch nachher noch ein bisschen schmackhaft dazu und heute einfach ein bisschen Gemüse hier. John, du bist der Boss. Ich bin heute die Person, die ein bisschen über John seine Schulter guckt, aber kochen musst du. Ja, yeah, okay. Alright. Kochst du normalerweise auch zu Hause selbst? Oder macht deine Freundin? Nein, ich koche afrikanisch, nur afrikanisch. Ah, und das andere, was so im Plan steht, macht deine Freundin für dich? Die meisten, ja. Das meiste? Ja, macht sie. Sehr gut. Sie hat mir sehr mit dem neuen Ernährungsplan. Hat sie geholfen, gell? Ja, ja. Ich hab's gesehen. Ja, weil sie hat auch die Pflanzen. Im Handy? Ja. Ah, ja. Ja, das ist gut. Also John hat es gleich vorbildlich umgesetzt. Am nächsten Tag hat er schon mir die Stories geschickt, wie er sein Clean Food macht und isst. Und man sieht ja schon das Ergebnis. Der hat jetzt 2 Wochen lang, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich einigermaßen die Ernährung eingehalten. Und hat schon 4 Kilo abgenommen, ne? Mehr? Ja. Ich war 109, jetzt ich bin 101. Ah, 8 Kilo runter. Ja. Nice. So läuft es, Mann. Mit ein bisschen Cardio und ein bisschen Clean Food, da funktioniert es. Ich habe schon gesehen, du siehst besser aus. Ja, deine Form ist besser. Besser, ja, richtig besser geworden. Von meiner Gesicht. Ja, ja. Ich bin ein bisschen schöner aus. Weil Beauty. Black Beauty. Black Beauty. Black Beauty. Yes. Wie viel? 200 Gramm, oder? Mach 200 Gramm, ja. Das ist 300. 188. Vorbildlich. Alright. Ist okay. 210. Ist okay. Ich habe dem John pro Mahlzeit ungefähr 200 Gramm Fleisch reingemacht. Dann ist er so bei 40 Gramm, 45 Gramm Protein. Ne? Ja. Ist das okay für dich? Wirst du satt? Ja, ist okay, weil ich esse das einmal und danach Thunfisch und Lachs.
Thunfisch, Lachs. Und Rindertata oder? Und ich würde sagen, wir machen zuerst die Zwiebeln rein, John. Ja. Für den Geschmack. Aber ab nächster Woche, ich muss meine Cheat Meal haben. Habe ich noch nichts, keine Cheat Meal gehabt. Noch kein Cheat Meal gehabt? Ja. Auf was hast du Lust? Burger. Burger? Ja, aber in die Burger hier. Ah, okay. In Forum Kino? Ja, Kino. Das schmeckt wie bei das. Ist nice, gell? Ja. Weißt du, ich denke, mit der Ernährung ist so, wie man sagt, richtig Disziplin. Weil ich war ein paar Mal ein paar Kollegen besucht und war richtig geiler Essen. Aber es steht nichts von meinem Plan. Ich hab nichts gegessen. Nein? Und das ist richtig, weißt du, was ich meine? It's something like how to say it is. Discipline, you know what I mean? Yeah. You discipline your own self. Also John hat gesagt, dazu, also zu so, wenn man so einen Ernährungsplan durchzieht, würde jetzt mal seine Worte sagen, da hat er echt Respekt vor, weil man muss echt viel Disziplin haben. Und er war jetzt auch letztens bei Freunden zu Besuch und da gab es geiles Essen, sagt er. Ja. Ne? Und dann merkt man erst, wie hart es eigentlich ist, weil du bist eigentlich für dich alleine verantwortlich. Und ja, muss halt irgendwo abwägen, dann passt es in deinen Ernährungsplan oder nicht. Hallo, ich bin Adolf. Willkommen heute bei Der Fitnesskoch mit John. Hallo, ich bin John. Also, mein Kollege, wenn ich mein paar Kollegen von mir sagen, ey, mein Kollege kommt heute, Adolf, die lachen erst. Ja? Ja. Die lachen erst, weißt du? Dein Kollege Adolf? They don't understand, they just have to love in the first place. Yeah. So, mach mal rein. Ich würze mein Essen immer ganz zum Schluss. Ich würze es gar nicht, wenn es in der Pfanne ist. Meistens mache ich sowieso nur Salz drauf oder ein paar Kräuter. Und das mache ich eigentlich immer erst, nachdem das Essen quasi schon auf dem Teller ist. Und so habe ich immer die gleiche Menge Salz. Wenn ihr eine Hilfe braucht, um eure Salzmenge festzustellen, wenn ihr ganz crazy seid, dann kauft euch so kleine 1 Gramm abgewogene Salztütchen. Das mache ich so in der Diät. Dann nehme ich meine 5 Tütchen raus am Tag, dann habe ich 5 Gramm Salz und so habe ich jeden Tag die gleiche Salzmenge. Mache dann ungefähr pro Mahlzeit ein 3/4 Tütchen rein, so 0,7 Gramm oder 1 Gramm. Und ja, das ist aber dann... Zwiebeln ist ein ganz einfacher Trick, immer ein Geschmacksträger. Ich finde, so kann man die Mahlzeit immer ein bisschen verbessern, geschmacklich. Das Fleisch mache ich immer rein, wenn die Zwiebeln schon ein bisschen angebraten sind. Und ja, jetzt schneiden wir noch Karotten rein. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Viele Leute, ich finde, stellen sich immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, stellen sich ein bisschen dumm an, wenn es ums Essen geht. Das ist eigentlich nichts Kompliziertes, wenn wir ehrlich sind. Wenn man es ganz simpel machen würde, könnte man jetzt hier ein Kilo Huhn reinschmeißen, ein halbes Kilo Gemüse, das alles durchkochen lassen, ein Kilo Reis abkochen, dann das auf 4-5 Mahlzeiten verteilen, 200 Gramm Fleisch, bisschen Reis und schon hat man sein Essen für den ganzen Tag gerichtet. Ja, wenn man halt ein bisschen Abwechslung will, dann kocht man halt 2-3 Mal ein bisschen Rind, ein bisschen Lachs, ein bisschen Chicken. Und ich finde, es gibt nichts Schnelleres und Einfacheres wie das. Und vor allem, ihr habt den Vorteil, wenn ihr nach einem Ernährungsplan arbeitet, geht ihr in den Laden und kauft euer ganzen Wocheneinkauf in 10 Minuten ein, weil ihr wisst, ihr kauft eh immer das Gleiche. Und somit spart ihr euch damit eine Menge Zeit. Ja Leute, das ist jetzt keine Feinschmecker-Küche hier, wie beim guten Tobias Rothe von der Fitnesskoch. Da müsst ihr schon auf seine Seite gehen, wenn ihr euch schmackhafte Gerichte suchen wollt. Vor allem mit Butter, für den Butterpunkt. Wir haben das nicht, wir haben jetzt nicht so die schmackhafte Küche hier, aber dafür funktioniert unsere Küche. Und darum geht es im Großen und Ganzen. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt und kreativ seid, dann kann man daraus natürlich auch noch mehr rausholen, ja, vom Geschmack. Aber
Ich sag immer, wir leben nach dem Motto, keep it simple. So ganz schnell, wenn ihr nicht viel Zeit habt. Einfach runterraspeln damit, in die Pfanne ballern. Ist im Prinzip fertig, würde ich sagen. Ja. Gut, Mann. Bleib so. Hast du Reis, John? Ja. Es ist Knoblauchsaft. Ich habe hier Knoblauch, Honig, Inja, Lime, Lemon. Ja. Ist eklig, aber... Lass mal riechen. Riecht frisch, aber da kommt der Knoblauch durch, ne? Mhm. Ja, wenn ich das trinke, meine ganze Mund, ganzer Tag, bin ich nach Knoblauch. Teil 1 ist erledigt, Rice and Chicken steht. Und jetzt, was soll man großartig dazu sagen? Nächste Proteinquelle, ab in die Pfanne damit. Brokkoli ist schon in der Mikrowelle. Oder, John, so machst du es immer. Ja. 4 Minuten und dann nochmal 2, hat er gesagt. Ja? Ja? 4 Minuten nochmal 2. 4 Minuten und dann nochmal 2. Ja. So. Also 6 Minuten. 6 Minuten ungefähr. So, also für den Lachs benutze ich kein extra Öl. Ich finde, der fettige Lachs hat sowieso genug Eigenfettanteil. Und der bratet darin eigentlich auch ziemlich gut. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das Fett, was vom Lachs ausgetreten ist, danach einfach über meinen Reis. Ja, als Tipp schon mal. Ja, nee, mach ihn so rein, so ist okay. So, was ich als ganz gerne noch mache, ist, wenn der Saft oder das Fett vom Lachs ausgetreten ist, das gieße ich dann einfach noch aus der Pfanne dann über meinen Reis und über das Gemüse drüber. Schmeckt eigentlich auch ganz gut. Und dann ist das gute Omega-3-Fett nicht weggeworfen. Was hast du jetzt? Einen Deckel? Ja. Totales Chaos heute hier in der Küche. Ich hoffe, John, seine Freundin, legt uns nicht alle zusammen um. Was machst du da? Haferflocken. Ist das dein Frühstück? Ja. Breakfast? Ja. Mit? Coconut. Only Haferflocken? Mhm. Mit Coconut? Mhm. Ja? Okay. With milk or water? Water. With water? And who's the protein? Where's the protein? Protein. It's protein. The protein steak bei Mann. Wäre nicht schlecht, ja. Kann mal Vanilla. From Genetic Nutrition. Schmeckt gut? Super, ist das Beste. Schmeckt gut, riecht gut. Mhm. Wie viel Kilo Eiweiß hast du noch? Sechzehn oder siebzehn Kilo. Also Leute, wenn mal das Whey-Protein aus dem Shop ausgeht, meldet euch einfach bei John. Da kriegt ihr es für einen unschlagbaren Preis von. Ja. Wie viel? 13 Euro bei mir. 13 Euro? Ja. Oh. Oh, magnifique. Ach so, wo muss sein? Der Fisch. Sieht das nicht geil aus, Mann? Richtig braun. Richtig braun? Richtig braun, die Sommerfarbe. Yes. Okay, Mann. Nächster Teller. Tada. Sag was dazu. Was geht hier ab? Anabolo Colli. Anabolo Colli? Ist Anabolo Colli. Alright. Hashtag Anabolo Colli, Alter. Warte mal, das können wir gleich reinfügen hier. Anabolo Colli. Thema Integration. John hat sich total integriert, Alter. Der wohnt hier sogar neben dem Biermichel, Mann. Das ist deine Stammkneipe? Ja, das ist richtig. Aber manchmal den nach dem Wochenende, weißt du. Da liegt man in der Nähe und manchmal ist es ein bisschen laut und so. Ja? Ja, siehst du, John hat sich schon voll eingedeutscht. Er beschwert sich schon über die Nachbarn sind zu laut.
Ja, jetzt hab ich dich, Alter. So langsam machst du mir Sorgen, mein Freund. So muss sein. Wir haben jetzt hier zweimal Reis, einmal Reis mit Hühnchen, mit Hühnerbrustfilet und ein bisschen Brokkoli. Und einmal haben wir ein bisschen Lachsfilet, auch mit Reis und Brokkoli. Reis war jetzt einfach da, das war jetzt die schnellste Alternative. Ansonsten, John isst auch Kartoffeln. Ja, Kartoffeln kann man essen, Nudeln könnt ihr essen, alles was gute Kohlenhydrate sind, rein damit. Süßkartoffeln, solche Geschichten. Süßkartoffeln, magst du ja. Sweet Potato? Ja, Sweet Potato, ja. Aber nur wenn es soft, wenn es ein bisschen hart ist. Yes, wenn es hart ist, besser, gell? Besser, wenn es soft. Bei mir auch, ja. Und ihr seht, die beiden Meals haben jetzt 10 Minuten gedauert und wir haben viel Quatsch gemacht in der Küche. Und wenn man das ernsthaft macht, dann, ich kenne es von mir von früher, 30 Minuten habe ich alle meine 6 bis 7 Meals gekocht. Wenn ihr richtig timet und plant, dann geht es. Und ich würde es zum Beispiel immer danach, ihr könnt es immer so machen, wie ihr das wollt. Ich würde jetzt einfach ein bisschen Pfeffer drüber machen. Schwarzer Pfeffer. Ja, schwarzer Pfeffer. Gibt nur her. Gibt's nur bei John. Schwarzer Pfeffer. Bisschen Salz und vielleicht eine Zitrone über den Lachs. Einfach ein bisschen Zitronensaft drüber. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Frische. Und dann kann man das schon essen. Und dann einfach noch als kleine Alternative, was isst John eigentlich noch so? Abends hat er jetzt zum Beispiel, entweder er isst ab und zu Lachs oder er isst einen Quark, wenn er schlafen geht. Da haben wir hier diese günstige Alternative, das ist eine ziemlich gute, günstige Proteinquelle. Der gute alte Speiserquark, Bodybuilders Best Friend. Und damit es nicht einfach so ekelhaft schmeckt, habe ich John gesagt, bei seinem Trainingspensum kann er ruhig ein paar Himbeeren mit reinmischen. Ja, da haben wir einfach ein paar Tiefkühlhimbeeren oder Blaubeeren oder so ein Gemüse, so ein Bärenmix, genau. Wildbeeren gibt es auch. Es geht alles klar. Und natürlich hier ein bisschen Flüssigsüßstoff. Das Ganze über den Quark. Vielleicht noch ein paar Walnüsse rein. Und dann habt ihr ein super Essen vorm Schlafengehen. Ist viel Kassigen drin, wird langsam vom Körper verwertet, so habt ihr über die ganze Nacht etwas und seid versorgt. Und morgens einfach ganz simpel hat John jetzt momentan 8 Ei klar, 2 ganze Eier und ein paar Haferflocken mit einer Banane oder heute Kokosraspeln. Da kann man auch immer ein bisschen kreativ sein. Und so einfach ist das, so simpel ist eigentlich Clean Food. Und meiner Meinung nach ist so Essen zu kochen sogar einfacher, als wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Lasagne kocht. Da steht ihr den ganzen Tag in der Küche und im Endeffekt schmeckt es zwar geiler, aber es hat jetzt nicht so die Funktion, die wir jetzt brauchen, da John jetzt eine Diät macht und er möchte jetzt richtig geil aussehen. Ja, weil nicht so nur geil, aber ich habe gemerkt, weißt du, seit ich habe angefangen mit Zauber zu essen. Your Performance. Ich habe mich sehr, sehr gut und meine Kraft bleibt immer noch da. Die Kraft ist besser geworden, ja? Ja, weil ich habe gestern Kreuzheben gemacht, 250, ich habe viel Wiederholung gemacht und mit dem aber Cardio habe ich 1 Stunde gemacht und ich war neben dem. 1 Stunde? Ja, mit 7. Das wollte ich genau damit sagen. John hat jetzt 5-6 Mahlzeiten den ganzen Tag verteilt. Er schiebt immer wieder Protein und Kohlenhydrate nach. Sein Stoffwechsel ist den ganzen Tag auf Touren. Und wenn er ins Gym geht, wird das natürlich gleich umgesetzt. So kenne ich es von mir auch. Also, wenn ich nicht meine regelmäßigen Mahlzeiten zusammenkriege, dann ballert es einfach nicht im Gym. Und ich sag mal so, Leute, wenn ihr im Gym Gas geben wollt, dann probiert es aus. Sollen mal nachkochen. John hat es jetzt schon nach 2 Wochen gemerkt, er hat 8 Kilo abgenommen und ist stärker geworden. Und genau das ist das Ziel. Ja. Und unser Ziel ist 8 Pack für die FIBO. 8 Pack für die FIBO. Jawohl. Wir schaffen das. Auf jeden Fall. Natürlich, wir schaffen das. Und ich sage jetzt mal so, viel Spaß beim Nachkochen. Versalzt das Essen nicht. Denkt an John seinen Code. Reno10. Weights don't talk. Bei gigasnutrition.com. Ja, die Shirts kommen bald. Genau. Und natürlich, ich sag's jetzt mal nicht, ihr kennt meinen Code. Yeah.
Gottes Adolfsdem. Ganz genau, Mann. Viel Spaß, Leute, beim Nachkochen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt dem John auf Instagram, mir. Liken, kommentieren nicht vergessen. Schreibt gerne ein paar Kommentare in die YouTube-Videobox oder unten in die Kommentarbox. Und wir freuen uns drüber und gucken vielleicht, dass wir das nächste Mal. Don't forget to follow the YouTube-Page. If you don't, then if I see you in the FIBO, you're gonna have a big problem with me. Habt ihr gehört? Wenn ihr uns nicht folgt, dann gibt es big problems with John after FIBO. Mit abgerechnet. Bis dahin, euer Adolf 10. Peace.